Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Knights of the Old Republic. Im letzten Part sind wir hier ein bisschen auf Manaan rumgeirrt, haben uns ein bisschen die hiesigen Gefilde angeschaut und haben herausgefunden, dass hier ein ziemlicher Machtkrieg zwischen Sith und Republik bzw. Imperium und Republik herrscht. Und ich würde sagen, wir gehen doch jetzt mal zum Richter und schauen, was hier gerade verhandelt wird. Die Republik respektiert den Frieden in Eto City, euer Ehren. Aber die Sith sind ein gewalttätiges Volk. Drei meiner Soldaten liegen auf der Krankenstation. Wären eure Soldaten nicht so unfähig, wären sie jetzt nicht verwundet. Soll ich meine Soldaten etwa bestrafen, weil sie einen fairen Kampf für sich entschieden haben? 6 gegen 3 haltet ihr für einen fairen Kampf? Die Sith sind Feiglinge, die nur angreifen, wenn sie in der Überzahl sind. Sie wurden provoziert, euer Ehren. Die Sith haben diesen Kampf herausgefordert. Also die Konflikte werden stärker und größer. Wollen wir doch mal mit dem Richter reden. Irgendwie erinnern mich diese Selka voll an Welse. Wahrscheinlich sind die da auch, also der Fisch Wels. Wahrscheinlich haben sie da auch die Inspiration rausgenommen. Der hört doch bestimmt viel, der Richter. Gibt es eine Sternkarte auf dieser Welt? Ah, was wisst ihr über die jungen Selkaf, die verschwunden sind? Na, das war's dann. Tja. Also scheint mir nicht so, als wären die Selkaf hier sonderlich. Sie gehen nicht sonderlich resolut mit den, oh, guck mal hier, sieht schön aus, ne? Mit den Sith bzw. mit der Republik um. Die halten sich größtenteils raus, muss man sagen. Gehen wir nochmal kurz zur Stadtmitte. Obwohl, hier rechts waren wir noch nicht. Selkaf-Wache. Gefängnis von Eto City. Okay. Nur Schlichter dürfen ins Gefängnis. Um nachzuschauen, okay. Vielleicht müssen wir zum Schlichter werden. Wir tappen hier immer noch im Dunkeln, ne? Muss man leider wirklich so sagen. Ah, mir fällt gerade ein, wir haben ja noch diesen Tagebuch. Hier, Geno Haradan. Wünschen, dass ihr euch mit Hulas auf Manaan trefft. Hulas, den haben wir auch noch nicht gesehen, oder? Ich denke nicht. Mal kurz schauen. Eto City Ost. Gehen wir mal nach Osten. Ich muss sagen, ich habe aber auch keine großen... Also doch, ich habe eine ziemlich große Erinnerung an diesen Planeten. Das werden wir wahrscheinlich auch noch sehen, aber... Ich weiß nicht, ich bin irgendwie... Ich weiß nicht genau, was wir jetzt gerade tun sollen. Die Sternkarte. Oh, was ist denn hier los? Hallo? Die Tage eurer geliebten Republik sind gezählt. Bald wird Malaks Armada auch Coruscant unterwerfen. Spar dir deine Drohungen, Sith-Bastard. Malak würde die Kernwelten niemals angreifen. Nicht, wenn die Flotte der Republik auf ihn wartet. Du bist ein Narr. Wenn die Sith über Coruscant kommen, wird unsere Armee den Himmel verdunkeln. Die galaktischen Senatoren werden erzittern und Malak auf Knien um Gnade anflehen. Du unterschätzt die Entschlossenheit der Republik. Bevor wir Coruscant aufgeben, sterben wir. Das lässt sich einrichten. Vergiss nicht, was auf Taris passiert ist. Malak könnte dasselbe mit den Kernwelten machen. Das würde er nicht wagen. Du solltest uns nicht unterschätzen. Solange es nur bei Worten bleibt, ist ja in Ordnung. Aber Jungs, entspannt euch mal ein bisschen. Ich will nicht, dass es hier wieder in einem Blutbad endet. Supermarkt! We go shopping.
Das verstehe ich nicht unter einem Supermarkt, aber gut. Was willst du für das Zeug, Taiwag? Chiwi Aita Karton Chicha. Agi Inkot. Danke, Taiwag. Bis nächste Woche. Das scheint ein Freund der Republik zu sein, das heißt, er wird auch ein Freund von uns sein. Hallo, Taiwag. Chiwi Aita Karton Chicha. Agi Inkot Tune Chuna Muli Ra. Tapcha Skrunki to Patsnimo. Chi Ita Kanki Chan Achua Penki. Yun Patisa. Was hast du denn so dabei? Der verkauft nur Sachen, okay, aber gut. Kaufen wir mal die paar Medikits ab. Wir können halt eigentlich alles gebrauchen an verbesserten Medikits oder Lebenserhaltungskits, was wir kriegen können. Tja, wirklich helfen tut uns das ja nicht, aber ich gehe mal kurz zwischen euch durch. Protokolldruide, der wird auch nicht viel wissen. Cellcarve. Im Moment bleibt uns eigentlich nur, die Stadt ein bisschen zu erkunden. Jetzt haben wir hier eine Tür einfach und da wahrscheinlich republikanische Botschaft. Waren wir? Da waren wir doch schon, oder? Nee, wir waren in der Sith-Botschaft. Okay. Ah, Roland. Zu dir sollten wir doch die ganze Zeit. Okay. Hallo. Willkommen auf Manaan. Ich bin Roland Wan. Als offizieller Vertreter der republikanischen Botschaft auf diesem Planeten stehe ich republikanischen Bürgern mit Rat und Tat zur Seite. Na, das ist aber freundlich, du. Ich bin im Dienste des Rates der Jedi unterwegs. Vielleicht könnt ihr mir behilflich sein. Gewiss. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Aber ich bin nur ein einfacher Diplomat der Republik. Ich glaube kaum, dass ich dem Jedi-Rat helfen kann. Na, das glaube ich schon. Ich suche nach einer Sternkarte, das Überbleibsel eines alten und längst vergessenen Volkes. Na gut, da wird er uns wahrscheinlich überhaupt nicht weiterhelfen können, aber vielleicht doch. Eine uralte und vergessene Rasse? Hier auf Manaan? Ihr wisst etwas darüber. Vielleicht. Aber wenn ich euch helfen soll, müsst ihr mir einen kleinen Gefallen tun. Das klingt gut. Was soll ich denn für euch tun? Ich meine, es ist ja schließlich für die republikanische Botschaft, von daher finde ich in Ordnung, wenn wir da ein bisschen mithelfen. Was soll ich tun? Wir haben Eto City mit einem Amphibiendruiden überwacht. Leider wurde er beschädigt. Er hat einige Aufnahmen der Stadt gemacht, bevor ihn diese phyraxanischen Haie vertrieben haben. Leider gab es beim Auftauchen ein Problem und der Druide wurde deaktiviert. Er ist zwar noch aufgetaucht, aber wir konnten ihn nicht rechtzeitig bergen. Die Sith haben aus uns unbekannten Gründen Druck auf die Zelkath ausgeübt. Auf diese Weise gelang es ihnen, uns lange genug aufzuhalten, um den Druiden selbst bergen zu können. Natürlich sind alle Daten des Druiden verschlüsselt. Die Sith werden einige Tage brauchen, um den Code zu knacken. Sie haben ihn jetzt seit 12 Stunden. Wir müssen uns beeilen. Und ich soll also die Daten holen. Was soll ich also tun? Die Sith haben ihn in ihre Botschaft hier auf Manaan gebracht. Der Druide wird schwer bewacht. Da wir keine Soldaten entbehren können, brauchen wir dringend jemanden, der unseren Druiden befreit. Könnt ihr uns helfen? Naja, wenn er uns dafür auch hilft, ist es, denke ich, annehmbar. Aber wie soll ich in die Sith-Basis reinkommen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in die Basis der Sith einzudringen. Alle Wege führen zum Ziel, aber ihr solltet euch, wenn es geht, auf eine Möglichkeit konzentrieren. Ihr könnt beispielsweise dem Verhör eines Sith beiwohnen. Wir haben ihn aufgegriffen, als er in unsere Basis eindringen wollte. Momentan wird er in unserer Enklave festgehalten. Mit etwas Glück verrät er uns vielleicht die Zugangscodes für die Basis der Sith. Bis jetzt leistet er heftigen Widerstand. Ein Moment. Wieso müssen Postboten immer dann kommen, wenn ich gerade aufnehmen will? So. Klingt nach einer guten Idee, den Gefangenen zu... Nee, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Uns ist eine Kiste mit leeren Datenkarten in die Hände gefallen. Die Sith verwenden sie für ihre Zugangskarten. Leider sind die Karten verschlüsselt. Aber wenn ihr geschickter seid als unsere Ingenieure, könnt ihr den Code vielleicht knacken. Ich bin ja nicht sonderlich geschickt in solchen Computersachen. Deswegen würde ich sagen, andere Möglichkeit. Die Zelkath haben den Sith ein Landungsdeck im Haupthangar reserviert. Sith, die Manaan besuchen, landen auf diesem Deck und fahren dann mit einem Speeder zum Eingang der Sith-Enklave. Der Spion, den ich vorhin erwähnte, hatte eine Zugangskarte zu diesem Hangar. Er wird zwar streng bewacht, aber einen Versuch ist es wert. Hier ist die Karte. Die Sith-Basis wird schwer bewacht. Sollten die Sith euch bemerken,
Seid ihr schneller tot, als ihr denkt, lasst euch das gesagt sein. Mit dieser Zugangskarte kommt ihr in unsere Anlage. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Ihr könnt selbst entscheiden, wie ihr vorgehen wollt. Hauptsache, ihr bringt uns die Datenaufzeichnung zurück. Also, was schlagt ihr vor? Ich denke, das mit dem Gefangenenverhör ist am besten, weil wir ja ein Diplomat sind. Also jede Diplomat oder jede Botschafter. Und ich denke, das könnten wir eigentlich ganz gut hinkriegen. Eine gute Entscheidung. Aber quält ihn nicht zu sehr. Wir brauchen ihn noch. Viel Glück. Wenn ihr die Datenaufzeichnung des Druiden gefunden habt, bringt sie hierher zurück. Anschließend besorge ich euch die gewünschten Informationen. Ich will ihn ja gar nicht quälen. So, wo geht's hier hin? Soldat, ist das hier der, den ich verhören soll? Wahrscheinlich, ne? Lass ihn mal kurz frei. Ah, hat Roland euch geschickt? Ihr sollt den Gefangenen verhören, oder? Na, hoffentlich lassen euch eure Jedi-Kräfte nicht im Stich. Der Kerl ist verdammt zäh. Er ist ein Sith-Spion. Wir haben ihn vor der Basis aufgegriffen. Er kam uns gleich verdächtig vor, also haben wir ihn verhaftet. Die Selkas wissen natürlich nichts davon. Dummerweise haben die Sith den Kerl verdammt gut konditioniert. Bis jetzt haben wir kein Wort aus ihm rausgekriegt. Was haben sie mit ihm gemacht? Die Top-Agenten der Sith sind gegen Machtangriffe weitgehend immun. Sie können ihren Geist abschotten, damit ihnen die Macht nichts anhaben kann. Ziemlich raffiniert. Außerdem durchlaufen alle Sith ein Verhörtraining. Es kann also Monate dauern, bis der Bastard sinkt. Wollt ihr ihn jetzt verhören? Ich muss einmal kurz die Tür zumachen. So. Ja. Gegen gewöhnliche Verhörmethoden und Machtmanipulationen ist dieser Bastard vielleicht immun. Aber wir kennen ein paar Tricks, die euch gefallen werden. Als er uns das erste Mal aufgefallen ist, war noch ein Mann bei ihm. Vermutlich auch ein Spion. Dummerweise ist er entkommen. Wir haben in seinen Taschen einige persönliche Dokumente entdeckt. Offenbar ist er mit einer Frau namens Tela verheiratet. Wir haben seine Daten überprüft. Sie scheinen in Ordnung zu sein. Momentan ermitteln mehrere Agenten in der Sache. Aber noch stehen wir ganz am Anfang. Mit was kann ich damit arbeiten? Ich habe hier ein Wahrheitsserum. Mit dem Zeug bringen wir ihn in kürzester Zeit zum Reden. Die Sache hat nur einen Haken. Und der wäre? Gegen geringere Dosen ist er aufgrund seiner Ausbildung immun. Und wenn wir ihm zu viel verpassen, erkennt sein Körper, was wir vorhaben, und schottet sein Gehirn ab. In diesem Fall müssen wir ihm sofort ein Gegenmittel injizieren. Dummerweise gibt es auch dabei ein kleines Problem. Und das wäre? Ich sag nur, Gedächtnisverlust. Das ist zwar insofern gut, als dass ihr ihn immer wieder dasselbe fragen könnt, aber wenn ihr übertreibt, vergisst er möglicherweise alles, was wir wissen wollen. Na, fangen wir an? Das wird schwer. Einen Moment. Keine Sorge. Speichern. Und versuchen wir es. Da seid ihr ja wie... Ja. Dann wollen wir mal. Der Gefangene ist betäubt, der republikanische Offizier hat mir die Dose Wahrheitsserum verabreicht. Wenn du willst, kannst du versuchen, ihn zum Reden zu bringen. Ihm das Neutralisierungsmittel verabreichen und dann mit einer Dose Wahrheitsserum fortfahren. Reden wir erstmal mit ihm. Was wollt ihr? Entspannt euch, ich bin nicht hier, um euch zu drohen. Nicht? Ihr lügt. Ihr arbeitet für die Republik. Was? Wir sind die Einzigen, bei denen ihr jetzt noch einen Platz habt? Nein. Wenn ihr redet, können wir dafür sorgen, dass es sich für euch lohnt. Das könnte eine gute Wahl sein. Ich möchte euch nicht wehtun, aber außer ihr zwingt mich dazu. Das zweite nehmen wir natürlich. Wenn ihr redet, können wir auch dafür sorgen, dass ihr dafür entlohnt werdet. Glaubt ihr wirklich, dass ich auf... Bist du behindert? Die Sith werden dir nie wieder vertrauen, Spion. Du hast nur noch uns. Also beantworte endlich unsere Fragen. Niemals. Ich bin ein Sith. Ich sage nichts. Eure Republik ist schwach. Ihr seid am Ende. Das wäre ja ein Spaß. Versuchen wir es mit etwas anderem. Was wollt ihr? Wir wissen von eurem Partner. Was soll das heißen?
Vielleicht geben. Nee, das ist ja ein Sith, der ist ja böse, von daher. Na doch, vielleicht geben wir euch an die Sith zurück und behalten nur ihn hier. Sie würden dir aber nie glauben, dass wir dich haben laufen lassen. Tja, wer glaubt schon einem potenziellen Verräter? So leicht lässt sich ein Sith nicht täuschen, Republikaner. Wir durchschauen eure lächerlichen Tricks. Eines Tages werdet ihr für eure Demütigungen bluten. Ich habe doch fast alles in Überreden reingesteckt. Wieso funktioniert das nicht? Wir brauchen euch eigentlich nicht. Euer Partner wird es ohnehin alles sagen, was wir wissen wollen. Langsam gibt der Bastard nach. In ein paar Stunden haben wir ihn weichgekocht. Die Sith sind stärker als ihr. Ihr könnt uns niemals brechen. Wenn ihr uns nicht verratet, wird es euch noch leid tun. Ich werde nicht reden. Die Sith sind stärker, als ihr euch vorstellen könnt. Was wollt ihr? Vielleicht sollten wir etwas bezüglich Tela unternehmen. Tela? Woher wisst ihr von ihr? Ihr könntet dafür sorgen, dass wir euch ein angenehmes Leben in der Republik gewähren könnten. Ihr wollt mich bestechen? Wenn ihr denkt, dass ein Sith für Credits zu den Verlierern überläuft, seid ihr dümmer als ich dachte. Meine Fresse, Rede oder sonst. Könnte etwas Schlimmes zustoßen. Nein, bitte tut ihr nichts. Bitte. Wir haben sie schon gefangen genommen. Wir könnten sie verschonen, wenn ihr redet. Ah, nein, niemals. Mist, er ist bewusstlos. Dann geben wir ihm das Neutralisierungsmittel und fahren dann mit einer Dosis Wahrheitsserum fort. Na, nochmal verhören. Tela? Da, redet oder sonst könnt ihr etwas Schlimmes zustoßen. Nein, bitte tut ihr nichts. Bitte. Wir könnten, ja, das Ding ist, was bringt es mir denn? Dann sage ich doch einfach, wieso redet der Typ denn dann nicht? Spiel. Wir könnten dafür sorgen, dass ihr beide ein angenehmes Leben in der Republik führen könntet. Ja, es könnte so viel einfacher sein. Wir haben sie bereits gefangen genommen. Wir könnten sie verschonen, wenn ihr redet. Okay, okay. Ich sage euch alles, was ihr wissen wollt. Wie lautet der Sicherheitscode für die Sith-Basis? Er ist... Zeta-24569-Alpha. Bitte aufhören! Gut. Mit diesem Code müsstet ihr problemlos in die Basis der Sith kommen. Aber beeilt euch, bevor die Sith merken, dass wir ihren Spion geschnappt haben. Das war ja einfach. Naja, eigentlich war es nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Diplomaten-Skills over 9000. Eingeschränkter Zugang? Nicht für mich. Oder doch. Na gut. Dann haben wir eigentlich, was wir wollten. Und der Part neigt sich langsam dem Ende zu. Ihr wollt also unbedingt in die Sith-Basis, was? Viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Das hier ist unser Computerraum. Wir haben eine Kiste mit Zugangskarten der Sith. Tja, nur den verdammten Code haben wir noch nicht geknackt. Wir haben zwar das numerische System dekodiert, aber es gibt noch Lücken in den Abschlusssequenzen. Ich verfüge über den Code für die Sith-Basis, dann machen wir das noch schnell. Oh, okay. Ich erkläre euch den Verschlüsselungscode trotzdem. Für den Fall, dass euer Zugangscode nicht funktioniert. Das System besteht aus 6 Matrizen. Jede davon basiert auf einer mathematischen Methode. Uns fehlen nur noch die letzten Ziffern der Zahlenreihen. Vor allem die letzten beiden Matrizen machen uns zu schaffen. Die vorletzte Matrix referenziert offensichtlich auf sich selbst. Und die letzte Matrix ist in kleinere Einheiten unterteilt. Vielleicht ergeben die Einheiten die richtige Sequenz. Na, mir ist das jedenfalls alles zu hoch. Ich habe noch nicht mal die erste Matrix geknackt. Und ich versuche es jetzt seit Stunden. Ich habe schon ein Dutzend Karten ruiniert. Zum Glück haben wir eine ganze Kiste davon. Wir müssen also vorläufig noch nicht sparen. Roland hat euch überprüft. Ihr dürft jederzeit an die Computer. Ich bin hier, wenn ihr Fragen habt. Warum erzählt er uns denn das mit diesen Matrizen? So, machen wir das mal schnell. Systembootenstatus prüfe. Rap-Op-Programm laden. Erfolgreich. Befehlseingabe. SIF-Zugangskarte entschlüsseln. Ja, bla bla bla. Hätte ich mir das jetzt gemerkt. Zugriff auf die additive Matrix. Achso, Abschlusssequenz. 1, 2, 4, 7,
11, 16, 22. Moment. Minus 3, minus 2, minus 1, 1, also 0, plus 1, plus 2, also jetzt 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Divisionsmatrix, okay. 16, 4, 8, 2. Das ist ja voll einfach. Exponentialmatrix. 1, 32, 81, 64, 25. Das wird schwerer. Und wie wird das denn exponentiell? Also 31 plus... Nee. Also wir hätten ja... 1 plus 31 ist ja 32. 32 plus 31 wäre ja 63. Nicht 64. Exponentialmatrix. Kriegt der Part auch Rüberlänge, na super. Wir hatten den Code doch schon, Mann. Also wir haben 31. Machen wir mal irgendwas hier, ich habe überhaupt keine Ahnung. Eins würde ich mich hier sehr wundern, wenn das wieder kommen würde. Wobei. Ist ja exponentiell, von daher könnte das sein. Okay. Oh, logarithmisch auch noch. Na super. Abschlusssequenz Paare. 1, 0, 8, 3, 32, 5, 128. Logarithmisch. 8, 3, 32, 5. Kurz überlegen. Warte. 1, 2. Wenn 1, 0 ist, dann wäre 2, 1. 4, 8 wäre 3, ja. 16, 32 wäre 5. 64, 128 wäre 7. Gescheitert, ja. Ich probiere es jetzt nochmal. So. Da hätte ich mir natürlich merken können gerade. 1, 2, 4, 7, 11, 16. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, 22. Das wäre ja dann 18. ...64...
2, ne? Ja. 3. 7. Geil. Moment. Ich kann die auch nicht raus, schade. Okay, dann... So langsam habe ich sie am Kopf. Hahaha, erfolgreich. Auslocken. So, jetzt würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Bis dahin, noch eine wunderschöne Zeit und bye bye.